Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video von Linux, Windows und Mac-Hilfe. Ihr kennt doch wahrscheinlich auch das Problem, ihr seid auf einer Party, wobei, oder ihr habt einen gemütlichen Fernsehabend, besseres Beispiel, ihr habt einen gemütlichen Fernsehabend zu zweit oder mit Freunden und ihr findet die Fernbedienung nicht, weil diejenige sie weggeworfen, aufgegessen oder was weiß ich hat. Jetzt seid ihr in der glücklichen Lage, ein Smartphone zu besitzen, wie jetzt zum Beispiel Samsung oder Sony oder HTC-Geräte, nicht alle, aber einige können das, und ihr habt einen Infrarotempfänger drin, zum Beispiel das Samsung Galaxy S4, S5, S6, S7, S8 vielleicht auch, bitte der Akku muss wechselbar bleiben, HTC One, M8, M9, M10 und einige Sony-Geräte sowie Sony-Tablets. Und die App zeige ich euch jetzt. Und zwar nennt sich die App Peel Smart Remote. Wir gehen mal hier kurz, bevor wir die App starten. Wenn ihr ein Android-Handy habt, eben mit Samsung drauf, dann, also ein Samsung-Handy, so rum, dann ist es natürlich von Haus aus mit schon mit drauf. Aber ihr habt zum Beispiel das Handy geroutet und wollt wissen, ob die App funktioniert bei eurem Handy. Kein Problem, Play Store. Dann gebt ihr einfach hier oben die TV-Verbindung ein. Und habt dann als 2, 4, als 5. Treffer die Peel Smart Remote App. Solltet ihr eine bessere Alternative zu der App kennen, die besser einstellbar ist, nicht so viele Daten will und so weiter, könnt ihr mir das Ganze gerne in die Kommentare schreiben. Lasst euch von den Bewertungen hier zum Teil nicht in die Irre räumen, das viele faken Bewertungen mal ganz gerne, damit die App damit die App schlechter darstellt, als sie eigentlich ist. Ich habe mit der App immer gute Erfahrungen gemacht. Ich habe noch nie irgendwie, außer wenn ich jetzt die TV-Marke falsch eingestellt habe, ne, vorher beim Testen, bevor ich das Video aufnehme, ich teste die Sachen ja immer, habe ich das Ganze, ich habe einen Sony-Fernseher hier, einen kleinen, und habe das Ganze auf Philips eingestellt. Ich wundere mich, warum geht denn das Ganze nicht? Kein Wunder, funktioniert natürlich so nicht. So, wir öffnen die App aber jetzt mal. Wir legen los. Jetzt wird die TV-Markenliste laden. Wir können natürlich sofort Sony auswählen, aber ich habe zum Beispiel noch andere Marken. Jetzt werden uns noch die anderen Marken angezeigt, die wir eventuell hätten. Dann, ich möchte vielleicht ein anderes Gerät auswählen. Ich habe eine Setup-Box, ich habe einen DVD-Player. Da tut uns auch die Liste laden. Ich habe zum Beispiel eine Klimaanlage, tut uns auch hier die Liste laden. Andere Marken anzeigen. Also da gibt es auch einige Klimaanlagenhersteller. Aber ich persönlich sage, ich habe einen Sony. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich habe eine andere Marke, ne, und ich scroll bis nach unten, meine Marke ist nicht aufgelistet, dann habt ihr die Möglichkeit, hier Marke einzugeben, das Modell, die Modellnummer einzugeben, das Modell, sorry, und natürlich auch die E-Mail-Adresse einzugeben. Und ja, man bekommt da die Information, ob das hinzugefügt wurde. Ich persönlich habe die Funktion nie gebraucht, weil bei mir, wie schon gesagt, funktioniert das ohne Probleme. Ich sage in dem Fall Sony. Und jetzt kommt das Ganze. Jetzt sage ich hier einmal anmachen. Man muss natürlich auch dazu sagen, damit das Ganze funktioniert, müsst ihr wirklich nah am Gerät sein, damit das Ganze funktioniert. Genau, jetzt ging es an. So, jetzt wir eine Postleitzahl haben, warum auch immer. Ich sage jetzt ja einfach mal beispielsweise Deutschland. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Adresse eingebe, in dem Fall von meiner Lieblingsstadt, 50667. Wir haben nicht Cologne, ich habe keinen. Ist eigentlich auch egal, was ihr von Anbieter auswählt, überspringen. Die denn nur zur Personalisierung alles. Und ihr seht, ich habe hier TV und ich kann das Ganze hier anmachen. Das geht wunderbar locker, flockig von der Hand. Ich kann hier Volume einstellen, ich kann die TV-Kanäle ändern. Also das Ganze funktioniert wirklich wunderbar. Ne? Geben Sie Ihre TV-Modellnummer ein, können wir zum Beispiel auch machen. Oder eben, ich habe viele mit dem Ding, können wir auch hier einstellen. Und dann funktioniert das Ganze auch wunderbar. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit der Universal-App einige nützliche Tipps mit auf den Weg geben. Wir können das Ganze natürlich auch zurücksetzen hier, Pill zurücksetzen und vorher. So, falls euch das Video gefallen hat und ihr die Tipps umsetzen konntet und es funktioniert hat, könnt ihr mir doch mal ein Like da lassen, beziehungsweise
mal einen Kommentar hinterlassen, was ihr so für Apps benutzt, gerade in dem Bereich, TV-Bereich, Sound-Bereich. Ich verabschiede mich für heute mit dem Video, sage tschüss, danke fürs Zuschauen, bis dann und ciao, Dankeschön.